Danke. Komm, ich hab doch bestimmt nochmal eine. Warte. So, alles gut. Dann komm. Ich muss sie registrieren kurz. Was habe ich da drüben markiert? Das blaue ist... Nichts mehr. Ich kann nur gucken, ich glaube, das ist schon richtig. Oder? Oder? So ähnlich. In die Richtung geht's. Ich finde aber mal schön, dass es solche Gebiete hier gibt. Obwohl ich muss trotzdem sagen, dass es trotzdem ein bisschen leer aussieht. Weil die Wälder und die Bäume, die sehen halt trotzdem auch irgendwie nicht 100% aus wie Wälder. Aber es ist nicht so schlimm. So, da müssen wir hin. Oder da möchte ich hin. Kann ich das Pferd registrieren? Willkommen im Stall. Registrieren. Ist ruhig, Ausdauer 2, Tempo 2, Stärke 2. Oh. Namen, ja. Empona nennen wir es nicht nochmal. Ja, im Namen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas. Japanisches. Mm. Tsuteki. Könnte sein, dass es irgendein Ausdruck ist, ein Pferd mitnehmen, ja. Oh. Könnte aber auch sein, dass es irgendwie, was auch immer heißt. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ich habe jetzt einfach irgendwas genommen. Irgendein japanischer Ausdruck, irgendein japanisches Wort. Ich weiß nicht mal, ob ein japanisches Wort, irgendwas, was sich japanisch anhört, sozusagen. Gott. So viel dazu. Also. Ist das eigentlich jetzt schon markiert? Ach, das wird so markiert, dann kann ich das ja wegmachen. Das brauchen wir ja nicht, wenn es eh so markiert wird, wie es hier ist. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich darüber und machen den nächsten. Den können wir kurz ändern. Dann wissen wir, dass wir auch dahin wollen. Geht dann nämlich ein bisschen einfacher. Ach du Schande. Da müssen wir natürlich aufpassen. So, ist so, so ein blöder Wächter. Boah, 100%ige Zuneigung, jetzt mach, was ich sag. Ja.
was auch immer das von Riesentier sein muss. Schau doch mal diese Riesenknochen an. Komm jetzt durchs Wasser. Nein, komm schon. Ich hoffe, ich kann es hier irgendwie rufen. Kommt wohl nicht. Das ist eine Fee. Was macht da eine Fee? Wehe, der aktiviert sich jetzt. Ich rasch komplett aus. Ja, die Fee war dann nur fake. Für was hat man ein Pferd, wenn es nicht kommt? Dann nehme ich das halt. So, jetzt beruhig dich erstmal. Das hört zwar nicht mir, aber. Andere Richtung. Komm schon, mach was ich sag. Das reicht auch schon. Haben wir das schon ein Bild gemacht davon? Ich glaube ja. Ja. Oh, große Maxi-Rübe, davon noch nicht. Schön alles einsammeln, was wir hier finden. Dass wir da hoch müssen, ist ja wohl klar. Die Frage wäre nur, wie. Das hat leider nichts gebracht. Aber es muss doch irgendwie so funktionieren. Muss ich vielleicht früher springen oder so? Haben wir da schon was markiert gehabt? Ja, haben wir.
War klar. What the fuck? Holy shit, was hat der für einen starken Bogen? Haben wir nicht noch irgendwo Müll? Was gegessen werden muss? Nee. Exalfos-Knochen. Exalbogen. Der Bogen eines Jägers gefertigt aus Holz und den Knochen eines großen Fisches. Stärker als ein gewöhnlicher Holzbogen. Exalfos-Sporn. Und Horn. Krass, was der abzieht, hey. Hier gibt es auch wieder einen Pferdestall. Kann man Glühwürmchen? Glühwürmchen kann man doch bestimmt fangen, oder? Lass uns testen. Schleimwürmchen, tatsächlich. Dann gleich mal her damit. Immer zu schnell gedreht. Da ist eine blöde Echse, die ist verschwunden. Dann sammeln wir mal die hier. Schleide zu hoch. Komm da nicht ran. Ne, die sind hier gerade zu hoch, leider. Funktioniert leider nicht. Okay. Stall der Simpfe. Servus. Oh, ach nö, noch ein Mann. An diesem Stall trifft man immer nur Männer. Okay. Ein doofer Stall voller Männer. Letztens kam eine Zora, dachte ich. Aber es war irgend so ein Prinz. Also natürlich wieder ein Mann. Nur Satori gibt mir Trost. Zora? Kennst du die Zora nicht? Das sind so glitschige, fischähnliche Typen. Sie leben östlich von hier im Dorf der Zoras, flussaufwärts am Zora-Fluss. Sie haben mich in ihr Dorf eingeladen, weil ich wie ein kampffähiger Hylianer aussehe. Aber ich will Satori nicht in Gefahr bringen. Also habe ich abgelehnt, Satori. Tja, Satori, ich schulde ihm mein Leben. Ist eine lange Geschichte. Willst du sie hören? Ja, lass hören. Dann fange ich mal an. Hast du von dem seltsamen Berg gehört, an dem Tiere nur zu einer bestimmten Zeit erscheinen? Ich dachte, dass man dort sicher ordentlich was verdienen kann und habe mich auf den Weg gemacht. Ich wollte jagen und mir so eine goldene Nase verdienen. Wie geht's weiter? Also, gehe ich zum Berg und warte darauf, dass die ganzen Tiere erscheinen. Und dann kommt da dieser schmutzige Köter, eigentlich noch ein Welpe. Vielleicht wurde er von seinem Rudel getrennt oder von seinem Besitzer ausgesetzt, keine Ahnung. Jedenfalls bettelt er mich um Futter an. Also habe ich ihm halt was gegeben. Wie geht's weiter? Eines Tages bin ich nachts eingenickt und als ich aufgewacht bin, steht dieses leuchtende Ding vor mir. Hat mich kalt erwischt, ich konnte nicht mal meinen Bogen ziehen. Ich habe es einfach nur angeklotzt. Das Ding kam näher, als wollte es mich auch einfach zertrampeln. Da springt plötzlich der Welpe, den ich gefüttert hatte, zwischen uns. Er bellt dieses Ding an, das sicher 10-mal so groß war wie er.
Er wollte mich beschützen, obwohl er selbst gezittert hat, wie Espenlaub. Und dann? Das Ding zuckt überrascht zurück. Und ich griff mir den Welpen und renne Hals über Kopf den Berg runter. Klingt eleganter, als es war. Und das ist meine Geschichte. Der seltsame Berg ist der Satori-Berg im Westen des inneren Hyrules. Und der Welpe von damals ist mein Satori hier. Ich sag dir, wenn du deinen Mut wirklich auf die Probe stellen willst, dann geh und such dieses Ding. Oh, Sternschnuppe. Satori, sag mir was. Oder auch nicht. Da oben leuchtet immer noch was. Servus, du bist ja wieder da. Juhu, so treffen wir uns wieder. Ja, er hat sich schon wieder verlaufen. Hier bin, kann ich auch etwas bleiben, okay? Ja, trotzdem. Oh, drei schon. Nein. Schild. Zwei. Ja, okay. Peng. Dam, da, da, dam. Nein. So, super, okay. So viel dazu. Wir haben die Tasche vergrößern lassen. Oh. Lauf das. Hey, was ist denn das für einer? Servus! Ja? Wie wäre es mit einem Liedreisender? Oh. Nanu? Das da an deiner Hüfte? Ach, es ist nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen und ich... Wer bist du denn? Hm? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach, wo sind nur meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Lieder. Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Eines der bekannteren dieser Lieder handelt von einem Helden, der vor über 10.000 Jahren die Verheerung abwehrte. Möchtest du das alte Heldenlied hören, das mein Meister mich gelehrt hat? Ja, bitte. Mit Vergnügen, legen wir los. Hyrule stolze Blüte unserer Welt wurdest, das immer wiederkehrende unheilsame Ganon, die Verheerung war sein Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, denn immer wurde ihm Schützer geboren. Ein Ritter mit des Helden Glut, die Prinzessin mit der Göttin Blut, gemeinsam trotzten sie Ganons Wut. Kunde der Schlachten zwischen diesen Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Und hier nun folgt ein glorreicher Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Das mächtige Hyrule konnte alles wagen, brauchte nicht einmal vor Monstern zagen. Mit sämtlichem Wissen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erdacht. Eine große Armee befließener Maschinen sollte Held und Prinzessin im Kampfe dienen. Man baute Tiere mächtiger als wir ahnen, von riesiger Größe die heiligen Titanen. Dazu Maschinen, selbsttätige Fechter, ihre eifrige Schar nannte man Wächter. Um
die mächtigen Titanen zu bewegen, entsandte jedes Volk ihren stärksten Degen. Held, Prinzessin, Wächter, Titanen, das Heer empfing Ganon mit fließenden Fahnen. Fliegenden Fahnen, sorry. Die Verheerung erwachte und wütete wild, es war ein schreckenerregendes Bild. Gegen das Heer verlor Ganon nicht seinen Mut, er bekämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Während die Wächter an der Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu schwächen vermochten, des Helden Bannschwert durchbohrte ihn und durch der Prinzessin Macht ein Siegel erschien. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen, so endet das Lied von vor 10.000 Jahren. Danke fürs Zuhören. Wenn dir wieder mal der Sinn nach einem Liedchen steht, komm vorbei. Kein Thema, ich hab zu danken. Cooles Lied. Ja, ja! Sa, sa! Ja, ich möchte was kaufen. Dankeschön. Du bist doch der die Quelle der großen Fee aufgespürt hat. Was für ein Zufall. Ich habe meine Reise seitdem auch fortgesetzt. Vielleicht gibt es noch mehr Orte, von denen ich dir erzählen kann. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Dieses Bild zeigt einen Wald. Wo habe ich so eine Landschaft schon einmal gesehen? Ich bin mir zwar sehr unsicher, aber es könnte der Wald im Süden von hier sein. Oder vielleicht jenseits des Flusses, der Wald nordöstlich des bodenlosen Sumpfes? Dort bin ich vor einer Weile herumspaziert und ich meine, ich hätte so eine Umgebung gesehen. Im bodenlosen Sumpfes. Was hat er gesagt? Südöstlich. Also hier. Ich sehe aber hier nichts von bodenlosen Sumpfes. Leider nicht, find's nicht. Nun gut, wir wollten ja in den Dungeon. Wo ist denn der? Hier, direkt daneben. Das muss doch irgendwas bedeuten. Ich muss darüber und zwar schnell. Nicht ohne Grund, dass da was leuchtet. Ich glaube, da ist diese Sternschnuppe gelandet.
Kann das sein? Wäre vielleicht sogar möglich. Da oben ist aber auch ein Wächter, Vorsicht. Und ganz viele Gegner. Danke. Du, da bist du ja endlich. Nein. Nichts anderes leuchtet so als wie das jetzt, was jetzt verschwunden ist. Ist ernsthaft weg. Ein Scheiß! War anscheinend zu langsam. War 100 pro eine Sternschnuppe oder sowas. Tja, schade. Denke ich mal, ein bisschen schneller agieren. Lassen wir was droppen oder nicht? Ja. Ach, das war's jetzt schon, oder was? Die sind abgehauen, weil es Tag wurde. Oh, das nervt mich jetzt. So, immer da oben ist. Da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen. Dennoch hätten wir es geschafft. Hätte ich schneller reagiert. Na komm schon. Gibt's doch nicht. Das schlägt nicht richtig. Abgehauen.